In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen GE-Office-Produkte und ihre Einsatzbereiche in Grunderwerb- und Liegenschaftsverwaltung für Ingenieurbüros, öffentliche und private Verwaltungen und deren Dienstleister. Sollen Straßen, Autobahnen, Brücken oder andere Bauwerke erbaut werden, müssen dafür Flächen erworben werden. Aus dem Übereinanderlegen der entsprechend der Planung benötigten Flächen über die tatsächlich vorhandenen Grundstücksflächen ergeben sich durch Berechnung der gemeinsamen Flächenanteile die sogenannten Grunderwerbsflächen. Ingenieurbüros und Planungsbüros sind oft die ersten, die diese Bedarfsflächen erfassen. Sie nutzen das Programm GE-Office GEV ALKES, um für die zu erwerbenden oder die für die Zeit der Baumaßnahmen vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen die notwendigen Daten wie Flurstücke, Grundbücher, Eigentümer und Pächter sowie die Bedarfsflächen zu erfassen. Die Grunderwerbsverzeichnisse, kurz GEV, können anschließend mit verschiedenen Ausgabearten, Sortierungen und Filtern, üblicherweise in aktuellem Standard nach RE 2012, in Excel erzeugt und gedruckt werden. Nichts muss mehr abgetippt werden. Die Bearbeiter importieren die von den Vermessungsämtern erhaltenen Daten mit den Flurstücken und Eigentümern, die sogenannten Daten des automatischen Liegenschaftskatasters, kurz ALKES-Daten, schnell und einfach im Programm GE-Office GEV ALKES. Auch die Gemarkungskataloge der Bundesländer werden mit dem Programm für einen automatischen Import zur Verfügung gestellt. Unstimmigkeiten mit aktuellen Schlüsseln gehören der Vergangenheit an. Aus dem Programm GE-Office GEV ALKES können die Grunderwerbsprojekte der Ingenieurbüros medienbruchfrei an die Straßenbauverwaltung bzw. deren Dienstleister oder andere Institutionen zur Weiterbearbeitung des Grunderwerbs übergeben werden. Für das Erstellen von Dokumenten wie Bauerlaubnisse oder Vereinbarungen, die Vorbereitung der Kaufverträge oder die Berechnung und Dokumentation von Entschädigungszahlungen gibt es zwei Programme, GE-Office Grunderwerb und GE-Office 7. Beide Programme erfüllen die Anforderungen zur Abwicklung des gesamten Grunderwerbsprozesses, haben aber verschiedene Vorteile. Die Basis von GE-Office 7 ist eine zentrale Datenbank, während es in GE-Office Grunderwerb für jede einzelne Maßnahme ein eigenes Projekt gibt. Die verschiedensten Arten von Dokumenten oder Verträgen sind aus den bereits importierten Daten automatisch erzeugbar. Zum Beispiel Kaufverträge oder Anlagen zum Kaufvertrag mit allen notwendigen Angaben für den Notar, Dienstbarkeitsverträge oder Verwaltungsvereinbarungen für die Flurbereinigung, aber auch Verkaufs- und Tauschverträge. Alle Zahlungen werden nach Eingabe der Verkehrs- und Entschädigungswerte automatisch mit Verzinsung taggenau berechnet und dokumentiert, von der Abschlags- bis zur Schlusszahlung. Einzelzahlungen werden Flurstücks-, Kaufvertrags- oder projektbezogen erfasst und die Kosten entsprechend verteilt. Es kann jederzeit ein Projektstatus mit allen wichtigen Informationen zur Maßnahme erzeugt werden. Alle Dokumente, Verträge und somit der gesamte Schriftverkehr sind übersichtlich in einem Dokumentenmanager abgelegt. Alle Schreiben sind den jeweiligen Personen und Flurstücken zugeordnet und können durch einfache Suche mühelos angezeigt und geändert werden. Wird durch eine Bauerlaubnis oder einen Kauf- oder Dienstbarkeitsvertrag ein Recht oder eine Pflicht an einem Grundstück begründet, kann das zugehörige Flurstück aus dem Programm GE-Office Grunderwerb oder GE-Office 7 zur dauerhaften Verwaltung der Liegenschaften in das Programm GE-Office Liegenschaften übergeben werden. Im Programm GE-Office Liegenschaften sind alle im Besitz oder Eigentum oder aber mit Dienstbarkeiten belasteten Flurstücke inklusive ihrer Pachtverträge, Vermögensgruppen und anfallenden Gebühren erfasst. Die Bearbeiter können sich die Liegenschaften grafisch anzeigen lassen. Über eine anwenderorientierte Oberfläche
können relativ selbsterklärend alle Aufgaben rund um den Bereich Liegenschaften bearbeitet und überwacht werden. Flurstücke, Eigentümer, Gebühren, Pachtverträge, Belastungen und so weiter. Egal, ob sie aktuell oder historisch sind, alle Veränderungen am Grundstück sind nachvollziehbar. Auch aus GeoOffice-Liegenschaften können die verschiedensten Abfragen zu den Daten erzeugt werden. Besonders nennenswert sind für die Bundesverwaltung die jährlichen Meldungen an das zuständige Bundesministerium zur wirtschaftlichen Verwendung der Flurstücke und die Zuarbeit zur Vermögensrechnung des Bundes. GeoOffice-Liegenschaften bietet Möglichkeiten, die Daten vor Abgabe auf Plausibilität und Qualität zu prüfen. Die moderne Geoinformatik ermöglicht es, Flurstücke, die in der GeoOffice-Liegenschaftsverwaltung gespeichert sind, mit anderen wichtigen grundstücksbezogenen Informationen aus anderen Datenquellen direkt in GeoOffice-Liegenschaftsverwaltung oder in anderen Viewern oder Geoportalen zur grafischen Anzeige zu bringen. Zusammenfassend kann man sagen, die GeoOffice-Produkte sind eine Familie, denn die jeweils erzeugten Daten können medienbruchfrei weitergegeben werden. Von den in GeoOffice GeV Alkes importierten und aufbereiteten Daten für die Grunderwerbsverzeichnisse bei den Ingenieurbüros, nach GeoOffice Grunderwerb oder GeoOffice 7 zur Erzeugung aller Dokumente und der Berechnung von Zahlungen, zum Beispiel dem Entschädigungsangebot bis zur Schlusszahlung, und zur GeoOffice Liegenschaftsverwaltung zur dauerhaften Verwaltung der Flurstücke inklusive ihrer Gebühren. Sie sind eingeladen, die GeoOffice-Produkte für eine effiziente Arbeit in Ihrem Büro zu nutzen. Die AKG Software Consulting GmbH mit mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird Sie dabei unterstützen und steht als langjährig erfahrener Partner von Verwaltungen und Unternehmen auch Ihnen zur Lösung Ihrer Aufgaben zuverlässig zur Seite.